win vibava silale ma 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 win vibava. Mit diesen Bildern für die Gäste möchte ich Sie einladen zu unserer Schwingerreise 1998 ins südliche Afrika. Man wartet also Land und Leute kennenlernen und dazu wünsche ich Ihnen jetzt schon zum Voraus recht viel Vergnügen. Und bereits haben Sie alle Platz genommen im Jumbo und wir sind gerüstet, ist ein Direktflug London-Kapstadt. Nach 13 Stunden und einem ruhigen Flug sind wir also hier in Kapstadt gelandet und Nachmittag sind wir dann auf die Stadt. Und da sehen wir nochmal wunderschön auf Kapstadt. Da sieht man den Tafelberg, üblich mit Nebel drauf. Und den nächsten Halt machen wir am Kap der guten Hoffnung. Nach der windigen Angelegenheit ist es 9 Uhr Zeit, aber der Willi war nicht der Einzige, der Hunger hatte. Macht sie schleich in einem von hinten an und schon ist das 9 Uhr fort. Das ist also der Strand von Wüdenberg. Und den nächsten Stopp machen wir in Kirstenbosch und da gibt es einen Haufen Natur und Blumen zu sehen. Der nächste Ort, wo wir anfahren, heisst Amberg und da ist Ähnlichkeit, hat die Wirtin gesagt, mit Engelberg, sie kommt von dort und da geht es jetzt ein bisschen eidgenössisch zu und her. Freut, dass ihr da seid. Und hoffentlich sehen wir ein paar von euch wieder einig. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Aber jetzt geht es weiter in einem landwirtschaftlichen Staatsbetrieb. Auch da sind wir schnell reinschauen. Die hat gerade frisch gekalbert und sucht jetzt da ihr Kälbchen und hat es, meine ich, gerade gefunden. Mit diesen neuen Eindrücken über die landwirtschaftliche Forschung hier in Südafrika geht es jetzt weiter. Wir sind auf dem Weg Richtung Johannesburg. Und gelandet sind wir beim Swiss Club in Johannesburg am Schwingfest. Schauen wir ein bisschen umschauen und die Leute kennenlernen, zum Beispiel der Kurt Scheurer. Er ist einer von diesen Machern hier im Swiss Club in Johannesburg. Und demal feiern sie letzten Arbeitstag heute als Schweizer Konsul. Das ist der Herr Ränkli, ein Luzerner, der bis jetzt die Schweizer vertreten hat in Südafrika. Nun, verehrte Gäste, wie ich bereits gesagt habe, sind wir ja hier am Schwingfest in Südafrika. Auf dem Schwingplatz sehen wir übrigens hier gerade den Portman. Südafrika hatte ja seinerzeit einen ganz grossen Boom gehabt. Und Portman heisst hier der Sieger. Ein Blick hier noch an den Tisch. Marik heisst der Mann auf der rechten Seite im grünen Hemd. Und der Sieger heisst Marik, also der südafrikanische Judomeister, gewinnt da seinen ersten Gang. Würst und Bratwürste, das geht praktisch wie daheim. Nach dem Zabig geht es weiter. Wir sind bereits zum Schluss gegangen und zusammengreifen tun zwei, die wir schon gesehen haben, den Gassi und den Macki. Übrigens, hier in Johannesburg, da gibt es etwa rund 3000 Schweizer und da fehlen doch heute an diesem Schwingfest einige. In ganz Südafrika übrigens leben rund 7500 Schweizer und das Land Südafrika ist 29 Mal grösser als die Schweiz. Das war also der Schlussgang hier in Südafrika am Schwingfest und der Sieger heisst Botman Kasi. Also wie ihr seht, Schwingen in Südafrika ist noch im Aufbau, es ist noch im Wachsen
Was wir brauchen, ist Leute wie dir. Und wir gratulieren nochmal am Sieger. Aber auch der Swiss Club hat sehr eine grosszügige Anlage hier in Johannesburg. Ein riesiges Schwimmbad dazu. Also perfekt eingerichtet, der Schweizer Club. Und wenn das der Zufall so will, der Südafrika-Schweizer, der Köbi, da in der Mitte, trifft zwei Kollegen aus seinem Heimatdorf aus der Schweiz. Nach einer kurzen Nacht sind wir wieder auf dem Areal vom Schweizer Club. Auch da geht es weiter heute mit einem Schweizer Nationalspiel, und zwar mit dem Horn raus. Der Max von der Reisegruppe ist der Erste, der hier einmal zeigt, wie das richtig gemacht wird. Scheiße! Er war so gut, dass der Hornus ganz verschwunden ist. Jetzt haben wir noch einen zweiten Mann in der Gruppe, der da heute mitmacht. Auch der Erich hat sein Pensum erfolgreich abgeschlossen. Und wir danken dem Schweizer Club recht herzlich für die grosse Gastfreundschaft, die wir hier in Johannesburg geniessen durften. Danke, für dass ihr gekommen seid. Und in dieser Gelegenheit möchte ich euch noch eine schöne Winterreise und viel Vergnügen und recht schöne Ferien wünschen und wieder eine gute Heimreise später. Zum Schluss hat das gemischte Jodelchörli uns noch ein Lied vorgetragen, da zum Abschied von diesem Besuch in Schweizer Club. Als hätte es nie der Winter gegeben.